Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Heavy Rain Bird. Ich habe auch ganz schön viel zugenommen. Wir sind jetzt irgendwie im Motel und ich glaube, in der Ladesequenz habe ich Ethan gesehen. Und wir schauen mal, wie es weitergeht. Crossroad, nicht Red Cross. Ich habe Red Cross gelesen, aber stimmt natürlich nicht. Zimmer 207. Warum ist er im Motel? Warum ist er nicht zu Hause? Kann er nicht mehr zu Hause sein, weil beide Söhne... Ah ja, wir haben diese Schuhbox bekommen, genau. Diesen Schuhkarton. So. Was haben wir denn für Gedanken? Ich bin ins erstbeste Motel gegangen. Ja. Der Karton aus dem Schließfach. Was wird drin sein? Ja, schauen wir uns gleich an. Schizo? Habe ich den Karton in das Schließfach gelegt? Ich erinnere mich nicht. Sean? Ein Schuhkarton. Wo ist die Verbindung zu Seans Verschwinden? Ich muss ihn öffnen und sehen, was drin ist. Okay. Dazu setzen wir uns mal an den Tisch. Und schauen mal in den Karton. What? Drei, vier, zwei, eins. Ein Origami-Schwein. Sind Sie bereit, Mut zu zeigen, Ihren Sohn zu retten? Joes Werkstatt am Parkplatz 408 Roosevelt Avenue, Lexington. Okay. Jetzt das mache. Ah, dann guckt er nochmal. Und da ist irgendwie so Parking. Okay, so ein Parkticket wahrscheinlich. Da haben wir eine Speicherkarte. Ist das ein Handy oder ein Fotoapparat? Hilfe! Dad! Sean! Wo bist du? Mir ist so kalt! Dad! Dad! Wie weit würden Sie gehen, um jemanden zu retten, den Sie lieben? Fünf Origami-Figuren. Jede Figur ist eine Prüfung. Jede Prüfung liefert Buchstaben. Die Buchstaben offenbaren eine Adresse. Okay. Also das ist unsere erste Aufgabe, ja. Die nehmen wir vielleicht mit. Das ist eine gute Idee. Wir stellen ihn unters Bett. Muss ja nicht jeder sehen, der ins Zimmer kommt. Dear Guest, thank you for irgendwas. Ich habe jetzt gerade Uncharted gespielt und aufgenommen. Das ist natürlich irgendwie was ganz was anderes. Da gibt es weniger Quicktime-Events und weniger Rumprökelei mit dem Controller. Aber auch weniger Spannung. Dafür mehr Action. Einen neuen Bonus haben wir freigeschaltet. Sehr schön. Und jetzt scheinen wir wieder der FBI-Mensch zu sein. Mittwoch, 9:31 Uhr. Zwischen 30 und 45. Er handelt nicht spontan, sondern plant seine Taten sehr akribisch. Er hat nichts gegen die Opfer persönlich. Er bedeckt die Gesichter mit Schlamm, so sind sie anonym. Und warum bringt er sie um, wenn er nichts gegen sie hat? Sie sind für ihn nur Abbilder, Symbole. Er gibt ihnen wohl deswegen eine Origami-Figur und eine Orchidee als Geschenk. Eine Art Entschuldigung für das Verbrechen. Interessant. Und was bringt uns das? Wir sind mal ruhig. Für die Verfolgung eines Täters muss man sein Verhalten kennen. Sowas gibt es vielleicht im Fernsehen, aber hier geht es um ein Menschenleben. Weiter, Jaden. Geoprofil. Dann habe ich mir die geografische Lage der Fundorte angesehen. Den ersten Mord verüben Täter meist in der Nähe des Wohnorts, um bei Problemen einen sicheren Rückzugsort zu haben.
Gewinnt der Täter mehr Sicherheit, bewegt er sich auch weiter weg. Ich habe die Orte, an denen die Opfer entführt wurden, genau analysiert und einen möglichen Wohnbereich des Täters eingegrenzt. Und wie groß ist dieser Bereich? Im Moment 10 Quadratmeilen. Oh, gut. Da leben ja nur ungefähr 10.000 Leute. Wollen Sie sie einzeln vernehmen? Wir bleiben ruhig. Es ist vielleicht nicht die Adresse des Mörders, aber wenigstens ein Anhaltspunkt. Entschuldigung. Blake, wenn Sie eine bessere Idee haben, nur raus damit. Bloß keine Hemmungen. Ich bin sehr gespannt. Ein Detail ist mir besonders aufgefallen. Die Zeitspanne zwischen dem Verschwinden des Opfers und dem Auffinden der Leiche beträgt 3 bis 5 Tage. Es fallen immer 15 cm Niederschlag, plus minus 10%. Und was soll das heißen? Alle Opfer ertrinken in Regenwasser. Der Mörder tötet nur im Herbst, da regnet es viel. Vielleicht steckt er sie in eine Art Brunnen oder Tank, der oben offen ist und Regen reinlässt. Je mehr es regnet, desto schneller sterben die Opfer. Und wie geht's weiter? Die Profile von 2 Verdächtigen könnten passen, auch bezüglich des Aktionsradius. Ich möchte sie befragen. Oh Mann, das ist reine Zeitverschwendung. Der Killer läuft frei herum und wir sollten zusehen, dass wir ihn finden. Mein Vernunft. Jetzt gucke ich, welche Taste das ist. Der Killer ist kein gewöhnlicher Mörder. Intelligent, organisiert und methodisch. Sie werden ihn wohl kaum beim Strafverfahren finden. Sagen Sie mir, Agent Jaden, haben Sie Ihren riesigen Erfahrungsschatz aus der Praxis oder nur aus verdammten Schulbüchern? Wir beruhigen. Ich will den Mörder schnappen. Und genau das werde ich tun. Mit oder ohne Ihre Hilfe. Das reicht jetzt. Sie sagten, 15 cm Niederschlag tötet Ihr Opfer. Wie viel Zeit haben wir noch? Wenn der Wetterbericht stimmt, keine 72 Stunden. Ist der jetzt so auf mich losgegangen, weil ich einmal aggressiv gedrückt habe, weil ich gedacht habe, die Tasten werden gleich für aggressiv und ruhig und habe einfach dieselbe gedrückt wie vorher. Ah, okay. Keiner da. Das war reine Zeitverschwendung. War das nicht deine Idee? Wir sollten trotzdem mal einen Blick riskieren. Es ist keiner da. Jetzt schon. Kann mir nicht vorstellen, dass das legal ist. Und wenn schon? Wie und wenn schon? Was hat er denn da an den Wänden? Oha, hier sieht's er. Eieieiei, what the fuck? Was zur Hölle? Dieser Nathaniel Williams ist wohl ein Mann Gottes. Ein gottesfürchtiger Idiot, der auf das Ende der Welt wartet. Wir haben ihn vor ein paar Monaten wegen Ruhestörungen im Park schon einmal verhört. Er ist total ausgerastet. Sagt, er hört Stimmen. Glaubt in seinem kranken Kopf, dass ich der Antichrist bin und ihn hier auf der Erde verfolge. Was für ein Spinner. Das nenne ich mal eine Sammlung von Kruzifixen, alter Vater. Alle Anzeichen einer mystisch-obsessiven Neurose kombiniert mit Verfolgungswahn. Nathaniel Williams ist unser Hauptverdächtiger. Er wurde schon verhört und lebt exakt im Bereich des Geoprofils. Es ist stickig hier. Die Fenster sind seit Jahren nicht geöffnet worden. Man muss kein Profiler sein, um zu merken, dass er kein Killer ist. Wir verschwenden nur Zeit. Na, findest du? Er nimmt eine Auszeit von der Wirklichkeit, verkriecht sich in der abgedrehten Wohnung. Oh, ich verkrieche mich auch in meiner Wohnung. Die ist vielleicht nicht ganz so abgedreht, aber drin verkriechen tue ich mich trotzdem. Bibel, alles sehr auf Christentum. Die Wände sind vollgeschrieben. Das ist das. Alles Zitate aus der Bibel.
Das waren, glaube ich, Medikamente. Chill mal, Blake, ey. Hat er nur kurz reingeguckt. Noch? Ah, das ist alles Vitamine? Ich habe nur gerade Multivitamin gelesen. Weil die Kerzen und der ist nicht im Haus. Meine Vermieterin wird ja Kratze kriegen, glaube ich. Hat Blake auf dem Weg. Was ist denn alles auf den Tellern? Ist das Blut? Was haben wir denn da? Kekse und sonst, das sieht eher so nach Vitaminpillen aus, oder? Okay, wir haben auch gerade keine Gedanken. Achso, nee, da kann ich gehen. Jetzt will ich noch nicht. Glaube ich. Hallo? Haben wir denn jetzt alles gesehen? Was sind die Bibelsprüche an der Wand? Tisch, also das sieht uns auch nicht. In den Schrank können wir auch nicht gucken. Können wir mit Blake noch reden? Das würde ich vielleicht nochmal versuchen. Wo ist er denn? Oh, oh. Gutes Timing, Nathaniel. Genau der, den wir suchen. Engel und Himmelswächter, schützt uns. Agent Norman Jane, FBI. Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Gott ist mein Zeuge. Ich habe nichts getan. Ich schwör's. Ruhig bleiben. Niemand wirft Ihnen etwas vor. Wir wollen nur reden. Kreuze. Warum all diese Kreuze? Fürchten Sie etwas? Die Stunde ist nah. Der Zorn Gottes kommt über die ganze Menschheit. Ich warte auf das Ende der Welt. Was arbeitest du? Arbeiten Sie, Nathaniel? Haben Sie einen Job? Meine einzige Arbeit ist das Gebet zum barmherzigen Gott für die Erlösung der Menschheit. Alles klar. Alibi? Nathaniel, wissen Sie noch, wo Sie letzten Dienstag um 16.30 Uhr waren? Hier. Ich war hier, betend. Den ganzen Tag. War jemand bei Ihnen? Nein. Nein, ich war allein. Und die Stimmen, Nathaniel. Hören Sie die Stimmen immer noch? Wir wissen, wer zu Ihnen spricht, nicht wahr? Wir beide wissen das genau. Nicht den Namen sagen. Was sagt er Ihnen, Nathaniel? Blake, was soll das? Ich kann es nicht sagen. Wir dürfen nicht reden. Er will neue Opfer finden. Lassen Sie ihn in Ruhe. Er will mehr. Immer mehr, nicht wahr? Kater, Scheiße! Haben Sie den Verstand verloren? Nein. Nein. Hören Sie auf. Er wird kommen. Er wollte auch das Kind aus dem Park. Die Stimmen quälten Sie die ganze Nacht lang. Sie wollten nur, dass Sie aufhören. Nicht wahr, Nathaniel? Stopp. Stopp. Das reicht. Ich muss etwas tun. Sie gehorchen, damit sie aufhören. Aber ich kann nichts sie tun. Sie haben den Jungen entführt und ertränkt. War es nicht so? Nein. Vielleicht weiß Blake ja doch, was er tut. Stopp! Wie? Ich kann nichts tun. Hör doch auf! Sie sind der Antichrist. Waffe runter, ich werde ihn zurück in die Hölle schicken. Er ist Satans Sohn. Er soll uns alle vernichten. Herr Gott, noch mal. Los! Den Antichrist tötet man doch nicht mit einem Revolver. Dafür hat er viel zu viel Macht. Antichrist, Schwachsinn! Nehmen Sie die Waffe weg! Bleiben Sie ruhig. Alles wird gut, Nathaniel. Dämon! Du sollst bedauern, dem Gesandten Gottes zu begegnen. Du sollst die göttliche Macht erfahren.
Konzentrieren Sie sich auf meine Stimme. Hören Sie nur auf meine Stimme. O Allmächtiger, hilf uns im Kampf gegen das Böse. Schütze uns vor der schlauen List des Dämons. Möge der Allmächtige die Macht seines Reiches offenbaren, um die göttliche Kraft Satan und andere böse Geister auf der Jagd nach Seelen in die dunkelsten Abgründe der Hölle schicken. Und jetzt die Waffe runter. Auf den Boden. Jetzt zurück. Langsam. Die Waffe runter. Runter, Nathaniel. Die Hände hinter den Kopf. Umdrehen. Verdammt! Im Namen des Herrn, weiche von ihm, Satan! Okay, Schöner, die Show ist vorbei. Sie sind verhaftet. Hey, wir haben ihn... Das war verdammt cool unter diesen Umständen. Ja, ne? Ich hätte ihn erschossen. Ja, wir sind Deine aber nicht so. Nicht jedes Problem, Blake. So sieht's aus. Vielleicht nicht, aber meistens hilft sie. Hab ich was richtig gemacht? Kann ich mich bewegen? Nein. Ich glaube, ich habe was richtig gemacht. Ach, jetzt sind wir wieder Mr. Private Detective. Ich habe keine Ahnung mehr, wie der heißt. Benjamin Blümchen oder so. Was treibt der denn gerade so? Der war das letzte Mal in diesem Supermarkt, ne? Wo wir jetzt da mit diesem Dieb. Sie haben eine Trophäe verdient. Selbstkontrolle, ja, das kann ich. Manchmal. Mittwoch, 10.37 Uhr, 48,36 Millimeter. Susan Bowles, Mutter des letzten Opfers des Origami-Killers. Sie könnte etwas über die näheren Umstände zum Tod ihres Sohnes wissen. Kein Asthma im Moment, wunderbar. Der Inhalator ist in der Tasche für alle Fälle. Wo ist denn hier die Haustür? Guckt so nach links. Ist die hier? Ah ja. Können wir da hinten vielleicht noch irgendwas sehen? Gehst du mal? Doch, er kann sich auf der Treppe umdrehen. Ich dachte gerade, er würde es nicht schaffen, sich auf der Treppe umzudrehen. Ich wollte mal gerade hier hinten schauen, ob man hier irgendwas schon vorher sehen kann. Aber es sieht nicht danach aus. Achso, das ist das? Nee, das ist ja nicht die Haustür. Nee, da gehen wir nicht rein. Wir gehen auf der anderen Seite rein. Ich glaube, auf der anderen Seite, das ist die richtige Tür. Ich möchte nicht irgendwie hier durch so eine Hintertür reinplatzen. Ich glaube, das kommt nicht so gut. Ich gehe davon aus, dass dies hier die Hauptwohnungshaustür ist. Nein. So, ja. So, können wir mal durchs Fenster lugen? Da liegt ein Baby, okay. Baby ist ja eh wach, da können wir auch klingeln. Was muss ich da machen? Achso. Keine Antwort, ein Baby schreit drin. Kein guter Anfang. Nee. Okay, dann müssen wir doch zur anderen Tür. Okay. Nicht irgendwie schneller gehen? Nee. Ah, nicht gegen das Haus laufen. So, ich hoffe mal, dass diese Tür noch offen ist. Sehr gut.
Mrs. Bowles? Jemand da? Und das Baby irgendwie beruhigen? Da. Hallo, kleiner Engel. Na? Suchst du deine Mama? Na. Das hat's ja vollgebracht. Du Bisset. Da liegt was auf dem Boden. Oh, mein Gott. Es ist vorbei, ich kann nicht mehr. Kümmern Sie sich um mein Baby. Moment. Moment. Was Moment? Wie Moment? Na los, ich muss das Haus durchsuchen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Kekse und Bier. Manu, der läuft immer am Baby vorbei. Mit dem kann ich aber auch nichts machen. Warte, Kleines, ich muss erst die Mama finden. Okay. Mrs. Bolt, Mrs. Bolt, sind Sie da? Ich will körperliche Anstrengungen machen hier. Oh, Scheiße. Oh, fuck, 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 fuck. Mrs. Bolt, hören Sie mich? Aufwachen! Aufwachen! Hat sie gerade Hübe gemacht? Lebt die noch? Ich rufe den Notarzt. Nein, ich will nicht ins Krankenhaus, bitte. Okay. Haben Sie was zum Verbinden da? Ja, ich glaube schon. Okay, nicht bewegen. Bin sofort da. Okay, wir suchen was zum Verbinden, aber erst in der nächsten Folge. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Hey, ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal mit dem Heavy Rain Bird bei Heavy Rain. Macht's gut. Tschüss, Jan!